Okay. Und hier, oh, die sind ja schon gewachsen. Ach du große Güte. Puh, die Stadt wächst eigentlich hier in einem Ausmaß, den man eigentlich schon fast nicht mehr akzeptieren kann. Die wachsen jetzt schön in unser Holzgebiet rein. Also die armen Anwohner, die werden dann jetzt hier Lärm ertragen müssen. Ah ja, jetzt ist ja Wahnsinn. Potsdam Hauptbahnhof hat Nahrungsmittel? Echt? Von Wahnsinn. Was ist denn das? Ach, das ist für hier gewesen. Aber hier wird ja nichts akzeptiert. Und irgendwelche neue Gebäude ändern da ja dran eigentlich nichts, ne? Weil das ja bloß Dingsgebäude sind so Kohle. Da sind 4000 Tonnen drin. Da kann man doch bestimmt mal Abhilfe schaffen. Und dabei fahren dort schon so viele hin, ne? Also. Tonnen, das ist mir zu wenig, wenn man bedenkt, wie viele Züge dort wegkarren. Hier sind 1500 Tonnen drin. Da geht noch ein oder zwei zusätzliche Züge. Ich will die Pause hier drin. Spielt immer das Gleiche oder was? So, Aliens at my railway. Leute, auf geht's. Boah, es sind 3000 Tonnen Kohle drin. Boah. Locker nochmal drei Züge raushauen. Hier noch ein zusätzliches Fahrzeug. Hier geht auch noch was, bevor wir das Ding wieder dicht machen. Bei dem Output, die hier haben. Na, hier ist es. Na gut, der kommt gerade ein Zug rein, da nimmt ein bisschen was auf. Also wird hier ein weiterer Zug sich wahrscheinlich eher nicht lohnen. Auch wenn die Bewertung eher schlecht ist, aber naja. Oh, hier sind 1000 Tonnen drin. Warum wird das nicht abtransportiert? Tonnen. Oh Leute, geht doch noch mehr. Dabei sind ja auch schon so viele Züge unterwegs. Wir können mal 4 raushauen hier. Das Gelumpe muss weg. Kommt auch nochmal 2. Schiff 91 hat sich verirrt, warum? Eichenhafen Boje. Wieso gibt's das nicht mehr? Eichenhafen Ölfeld. Hier hinten ist es doch, da muss es doch hinkommen.
Dann knallen wir halt hier noch ein Dings hin, dass du den Weg auch findest. So. Holz. Tja, beim Holz ist es ja noch im Eskalieren. Hier ist so viel Holz drin. Könnte ich hier noch diese Kurve irgendwie raus optimieren? Die gefällt mir nämlich auch nicht so. Aber vermutlich wird das eher schlecht. Dafür haben wir jetzt hier noch ein paar Züge raus. Hier mal drei Stück, ganz knallhart. Diese Kurve hier, kriegt man die raus oder kriegt man die nicht raus? Ja, eigentlich nicht wirklich, weil da hier diese Steigung ist. Naja. So, Kasselhöhe, hier war das auch viel. Wir rücken jetzt erstmal hier noch ein weiteres Gleis rein, würde ich sagen. Sehe ich das richtig? Ah ne, das ist bloß dort eine Straße, aber ich glaube, die zählt auch als Bahnhof. Prellbock und dann... da den Übergang. Ein Signal hin, so jetzt haben wir drei Gleise, das heißt, wir können hier wahrscheinlich noch mehr. Jetzt fahren lassen. Damit das Gelumpe da auch, wie gesagt, jetzt mal rausgeht. Das ganze Holz. Die Wertung ist mittelmäßig, da geht also noch mehr. Viel drin hier. Hier müsste auch irgendwie noch mal ein weiteres Gleis rein. Das Problem ist, dass hier diese Station ist und die kann ich gar nichts machen. Okay, wir machen es erstmal und erstmal so neue Züge. Wenn sie es staut, müssen wir dann halt mal gucken. Auch wieder vier Stück Abfahrt. Hier unten war das auch 3,5 Tonnen. Aber hier kann man halt wenigstens noch ein Gleis reinziehen, ne? So war es eigentlich nicht gemeint. Da erstmal drüber bauen. Das wird alles um eins verschoben. So, Rohstoffe, da gab es doch jetzt hier ein bisschen was. So, jetzt können wir ja auch... Cool, kommt das Lied schon wieder.
jetzt wieder ein Schiff verirrt. Ach, das ist das, was dann über die Boje noch fahren soll. So, zurück zu hier. Hier ist ein Depot. Und auch hier kommen nochmal 4 Züge dazu, die das hoffentlich adäquat alles wegbringen, wegschaffen können. Kassel Höhe. Nee, war das hier? Nee, hier war das gerade gewesen, genau. Oberkassel. Schönehorst, hier wartet auch Tonnen an Holz. Die Depots stehen manchmal so dumm, dass man da gar nicht richtig rausfahren kann. So, die Linie Abus 2. Und dann Schönehorst. Oh, das ist hier. Hä? Da warten auch 5000 Tonnen. Naja, hier könnte man aber gleich mal platzmäßig beim Bau, beim Ausbau des Bahnhofs aus den Vollen schöpfen. Ganze Ding hier ein bisschen umbauen und erweitern. Es ist ja natürlich Vorsicht angeboten. Wir machen das erstmal standardmäßig. Zack. So, das wird jetzt das neue Gleis, das wird zurückgebaut. Okay, der schließt, aber der hat ja immer noch...